Warum isst du kein Fleisch? Warum isst du welches? Gab sie zurück. Weil es da ist. Ich finde, es gehört sich nicht, Tiere zu essen. Sie sind fühlende Wesen, sozial und viele sogar sehr intelligent. Aha, sagte ich und betrachtete Steffi genauer. Ihr blaues Trägerkleid auf der blassen Haut, das glatte rote Haar, die weichen Gesichtszüge. Sie wirkte so rein und klar wie das Stück Weltanschauung, das sie gerade zum Besten gegeben hatte. Was aha, verlangte sie zu wissen. Sie lächelte nur halbwegs entspannt. Leitermodell, sagte ich. Leitermodell? Ich nickte. Was soll das denn sein? Ich nahm ein weiteres Stück Steak zu mir, lehnte mich genießerisch zurück und führte mit geschlossenen Augen aus. Du findest, eine Kuh oder ein Schwein zu töten und zu essen ist unmoralisch, weil sie ein gewisses Maß an Bewusstsein haben, anders als ein Salatkopf beispielsweise. Schon, ja. Diese Bewertung kommt aus dem westlichen Leitermodell. Im Leitermodell ist alles nach Stufen über und untereinander angeordnet. Je weiter man nach oben kommt, desto mehr ist etwas wert. Ganz oben steht der reiche, weiße, christliche Mann. Unter den Männern kommen die Frauen, darunter die Haustiere, dann die Kinder, dann andere Tiere, gestaffelt nach Säugetieren und fast allen anderen, dann Pflanzen, dann Steine und Insekten. Steine warf Steffi ein, was haben Steine in der Liste verloren? Komisch, sagte ich, über die Steine wundern sich alle, aber die ganze Liste ist verrückt. Ja. Zum Beispiel muss man immer den Wert einer Sache berechnen können. Schwarze sind weniger wert als Weiße, aber Männer mehr als Frauen. Deswegen muss erst Barack Obama kommen, bevor Hillary Clinton ran darf. Bei deinem Modell darf nie herauskommen, dass Pflanzen ein Bewusstsein haben, denn was willst du dann essen? Naja, hob sie an, aber ein Blick von mir genügte, um sie an Pflanzen zu erinnern, die besser wachsen, wenn man mit ihnen spricht. Wenn herauskommt, dass Bäume kommunizieren und Pflanzen Empfindungen haben, dann musst du anfangen zu rechnen. Wie denn rechnen, wollte sie wissen. Beispielsweise. Hat ein Fadenwurm mehr Bewusstsein als eine hochstehende Pflanze, wie zum Beispiel ein 10.000 Jahre alter Mammutbaum? Hat ein ignoranter männlicher Dummkopf mit Jetlag vom Interkontinentalflug und billigem Schnaps im Blut nicht eine Bewusstseinsebene erreicht, die weit unter der einer Kartoffelpflanze rangiert? Prinzipiell müsste man ihn essen dürfen. Ich will ihn aber nicht essen, aber du dürftest, darauf kommt es an. Kommt es nicht, er hat ja immer noch Empfindungen. Und wenn sich herausstellt, dass Pflanzen ebenfalls Empfindungen haben? Steffi zuckte mit den Schultern. Nun, irgendwas müssen wir ja wohl essen. Ich erwog kurz, die Frutarier ins Spiel zu bringen. Jene besonders konsequente Ausprägung veganen Lebens, die nur pflanzliche Lebensmittel akzeptiert, bei denen die Pflanze als Lebewesen erhalten bleibt. Aber Steffi kam mir zuvor. Dein Steak jedenfalls stammt nicht von einer empfindsamen Pflanze, sondern von einem Rind. Das sind sehr soziale Lebewesen. Ich registrierte, dass sie sich nicht dazu hatte durchringen können, Rinder als intelligent zu bezeichnen. Das stimmt, gab ich zu, aber ich habe ja auch kein Problem damit, soziale Lebewesen zu essen, pflanzlich oder nicht. Sie rückte ein wenig näher. Soll das heißen, dass du auch Menschen essen würdest? Ich zögerte. Warum eigentlich nicht, beharrte sie lächelnd. Das kommt dir doch nicht unmoralisch vor, hoffe ich. Du schätzt Menschen doch nicht höher ein als andere Lebewesen, Leitermodell und so. Ich hatte mich bereits gefangen. Ich habe mal gerüchteweise gehört, dass es im Fernost eine inzwischen verbotene Sitte gibt, nach der Gebärmuttersuppe, begann ich. Aber ihr Blick brachte mich zum Schweigen, nicht im Ernst. Doch, doch, machte ich und schnitt ein weiteres Stück vom Steak ab. Kakerlaken sollen jede Menge Protein liefern, aber ich esse keine Kakerlaken, das ist eigentlich nur eine Sache der Prägung. Inzwischen war Ralf zurückgekehrt und nahm vor seinem Teller Salat Platz. Ey Marco, wieso ist dein Steak da und meines nicht, wollte er wissen. Doch Steffi piekte ein Stück Ei auf und zeigte mit der beladenen Gabel auf mich. Also gut, was findest du dann ekliger, Kakerlake gebraten oder Menschensteak? Ralfs Lippen verharrten vor seinem Weinglas. Er zog die Nase kraus. Was habt ihr denn? Ist das Menschensteak englisch oder gut durch? Wie hast du es denn lieber, wollte Steffi wissen. Das Steak oder was jetzt, neckte ich, doch sie verdrehte die Augen. Also gut, normalerweise eher blutig, sagte ich und zeigte auf die roten Fäden in der Kräutersoße. Also blutiges Menschensteak oder gebratene Kakerlaken. Erzähl mir bloß nicht, du würdest lieber das Stück Fleisch essen, sagte sie. Und sie lehnte sich zurück, als hätte sie unsere kleine Auseinandersetzung bereits siegreich entschieden. Ich kaute. Ralf warf ein, er möge sein Steak gut durch, aber niemand reagierte darauf. Von wem ist das Steak, fragte ich. Was? Rief sie. Das muss ich wissen, bevor ich eine Entscheidung fällen kann. So, einmal Porterhouse-Steak mit Chilisauce, verkündete der Kellner und stellte Ralf einen Teller unter die Nase. Dieser betrachtete seine Bestellung mit Argwohn. Was soll das heißen, von wem? Das ist doch scheißegal, rief Steffi. Keineswegs. Nehmen wir mal an, ich hätte nur die Wahl zwischen zwei Menschensteaks. Dann wäre es schon wichtig zu wissen, wessen Hüfte ich dazu mir nehme.
Ein miese, petriger Dummkopf, der sich einmal, der sich in seinem Leben nie bewegt hat und einmal im Jahr badet, kann doch mit einer durchtrainierten Fitten... Mir ist irgendwie nicht gut, flüsterte Ralf. Bei Kühen machst du nicht so ein Aufhebens um deren Lebenswandel, schnauzte Steffi. Ganz im Gegenteil. Argentinische Steaks stammen von Rindern, die ein Leben in der Freiheit der Pampas verbringen. In enger Symbiose mit den stolzen Gauchos, kernige Männer in Lederhosen, die... Also bitte, das Steak stammt von Angelina Jolie. Zufrieden? Nein, die ist mir zu schräg. Katja Riemann, also bitte, rief ich. Paris Hilton, ich soll doch satt werden, oder? Da muss ich eigentlich ja noch in die Pommesbude und eine Currywurst nachschieben. Meine Güte, dann sag du mir doch einfach, von wem das Stück Arsch auf deinem Teller ist. An den umliegenden Tischen verstummten die Gespräche. Man hörte Gabeln auf Teller klirren, einige starrten auf ihr Essen und blickten dann fragend den Kellnern hinterher. Als ich die Geräuschkulisse langsam wieder eingepegelt hatte, tupfte ich mir die Mundwinkel. Weiß nicht. Sagen wir halt Shakira. Bleiben wir thematisch immerhin in Südamerika. Also, seufzte Steffi und beugte sich vor. Ein blutiges Stück Shakira-Steak und ein Teller gebratene Kakerlaken. Kommt sofort, antwortete der Kellner im Vorübergehen. Ich beschloss, dass es an der Zeit war, auf die Frutaria zu sprechen zu kommen. Wenn man an die Frutaria denkt, muss man auf jeden Fall feststellen, dass es doch am konsequentesten ist, wenn man einfach grundsätzlich beachtet, dass niemand für die eigene Mahlzeit in sein Leben lassen muss. Steffi neigte den Kopf zur Seite, aber ich fuhr fort. Von daher muss ich abschließend noch wissen, ob das Steak, und hierbei wies ich mit der Gabel auf die verbliebene Portion auf meinem Teller, Shakiras Körper entnommen wurde, ohne diese dabei zu töten. Shakira lebt, entschied Steffi kurzerhand. Ich spießte ein Stück Steak auf und hielt es ihr unter die Nase. Nun, dann frage ich jetzt dich, hältst du es für moralisch, eine Rotte Kakerlaken abzuschlachten oder ein Stück von Johnny Depp im Mund zu haben? Sagen wir, er lebt. Steffi starrte auf das mundgerechte Stück Johnny Depp unter ihrer Nase, von dem ein Duft nach Zartheit und Würze ausging. Hängt Johnny Depp noch dran? Nein! Und erzähl mir jetzt bloß nicht, du würdest lieber Kakerlaken essen. Steffi zog eine Augenbraue hoch. Ich hatte schon immer viel für Menschen übrig, die dieses charmante Kunststück beherrschen. Dann schloss sie die Augen und öffnete den Mund. Seit wann isst du denn Fleisch, wollte Ralf wissen. Stör mich nicht, beschied Steffi ihren Liebsten. Sie war eben eine Genießerin. Dankeschön. Dankeschön.